Das Trinkwasser aus dem Hahn, auf das wir hier im Land immer so stolz sind, weil es zu den von Natur aus besten und saubersten Wässern der Welt gehört. Vielleicht müssen wir bald Gehörte sagen. Denn das Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird, ist zunehmend belastet. Wenn sich das nicht ändert, wird unser Trinkwasser immer teurer, wenn immer mehr rausgefiltert werden muss. Es ist unser wichtigstes Lebensmittel, Trinkwasser. Doch es bedarf immer mehr Aufwand, damit wir es unbedenklich trinken können. Die Gefahr lauert im Verborgenen. Es geht um Nitrate. Sie sind eine Art Doping für die Pflanzen und kommen in großen Mengen auf deutsche Äcker in Form von Gülle. Ständig liefert die Massentierhaltung Nachschub. Landwirte schätzen die nitrathaltige Gülle als natürlichen Dünger für Mais und Getreide. Doch gelangt mehr Nitrat in den Boden, als Pflanzen aufnehmen können, ist das eine Bedrohung fürs Grundwasser und damit auch für unser Trinkwasser. Niedersachsens Wasserversorger schlagen Alarm, denn sie registrieren seit Jahren steigende Nitratwerte im Grundwasser. In ihren Laboren laufen ständig Analysen. Immer wieder zeigen sich besorgniserregende Spitzenwerte. Die nähere Untersuchung offenbart: In einem Liter Grundwasser sind 250 Milligramm Nitrat gelöst. Um daraus unbedenkliches Trinkwasser herzustellen, ist enormer Aufwand notwendig. Denn im Trinkwasser dürfen maximal 50 Milligramm Nitrat enthalten sein. Wäre das Trinkwasser nitrathaltiger, könnte das die Gesundheit schädigen. Bei Säuglingen kann es zu Blausucht und zum Ersticken führen. Bei Erwachsenen können Nitrate das Krebsrisiko erhöhen. Damit kein belastetes Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt, sind Hightech-Anlagen, Kontrollen, Filtrierung, sogar die Beimischung von nitratfreiem Wasser notwendig. Das alles ist äußerst kostspielig. Also ich gehe davon aus, dass wir ganze Trinkwasserreservoirsressourcen verlieren werden. Es wird auf alle Fälle zu einer Kostensteigerung bei den Endverbrauchern führen. Doch das Nitratproblem besteht nicht nur in Niedersachsen. Überall in Deutschland, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, herrscht Nitratalarm. Manches Trinkwasser darf nicht mehr ins Leitungsnetz. Der zuständige Bundesverband ist besorgt. Der BDW sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Im internationalen Vergleich sind die Nitratbelastungen in Deutschland deutlich gestiegen. In einigen Bundesländern werden die Nitratgrenzwerte sogar überschritten. Die Bauern halten an ihrer Düngepraxis fest. Seit rund 6 Jahren steigen die Nitratwerte stetig an. Die Zeit drängt. Zuständig ist jedoch nicht das Verbraucherschutzministerium, sondern das Bundeslandwirtschaftsministerium. Es wird um Regelungen gehen, dass wir die Höchstmengen, die in den verschiedenen Regionen gedüngt werden können, dass wir dort bestimmte Mengen vorsehen oder die Höchstgrenzen etwas reduzieren. Das heißt, die Bauern sollen in Zukunft weniger Gülle auf die Felder bringen, wann immer die Regelung in Kraft tritt. Übrigens, europaweit hat nur noch Malta mehr Nitrat im Grundwasser als wir.